Ich brauche mich auch gar nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten, damit wir nicht so lange hier sind. Der Herr Adlich ist Ihnen sicher bekannt, wenn nicht, mache ich das jetzt. Herr Adlich ist unser Amtsleiter für die Stadtplanung. Er ist also der Stadtplaner unserer Stadt. Und Sie haben heute Gelegenheit, sich zu informieren über das, was im Bereich, ich sage wieder in weitem Sinne des Norden, geplant ist. Die Pläne sind hier. Herr Adlich wird das sein. Fachlich Ihnen rüberbringen, stellen Sie Fragen, dazu sind wir da. Eine rein organisatorische Sache, wer nochmal die Toilette aufsuchen möchte, bevor es losgeht, aber wir müssen schauen, dass wir alle zusammen sind, denn dann wird abgeschlossen, das wäre schlecht, ich meine, das sind zwar schöne Räume, aber das Wochenende ist nicht hier zu verbringen. Gibt es schönere Sachen. In dem Sinne, wir hoffen, wir haben heute den zum 110. Geburtstag des Mayrich. Ich denke, dass Sie ja wissen, wer der Herr Mayrich war. Dieser Mensch, der da unsere Wasserkunst, die Talsperre gemacht hat, gebaut hat. Dieser Mann ist mit 34 Jahren, müssen Sie sich vorstellen, bei einem Autounfall ins Leben gekommen. Das sollte man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, zu der Zeit. Ich habe gesagt, manche lässt der Herrgott zu lange hier rumlaufen. Und so ein Mann, der nimmt da so früh zu sich. Und da hat es geregnet, fürchterlich. Da habe ich gesagt, okay, der Mann hat ja schon mit Wasser zu tun gehabt, warum soll es mit Maria und anders gehen? Sie haben den Sonnenschein mitgebracht und in dem Sinne wünsche ich viel Erfolg. Und wie gesagt, Fragen dürfen Sie zu jeder Zeit. Herr Adlich, übernehmen Sie. Dankeschön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, heute Vormittag sah es anders aus. Bei dem Regen dachte ich, das wird wohl im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen. Aber das Wetter hält sich ja und schirme ich jetzt auch. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ja, hier wollen wir uns gar nicht so sehr lange aufhalten. Kurze Einführung zum gesamtstädtischen Rahmen. Heute ist ja Ziel die Mohrenstraße. Und dann werden wir also 3,5, 4,5 Stunden da rumlaufen. Also, nein, war quasi 1,5 Stunden haben wir so als Zeitrahmen uns mal gesetzt. Das ist ja keine große Wanderung, die wir vorhaben. Und Gesamtzusammenhang. Sehen Sie hier, das ist der Flächennutzungsplan der Stadt Gotha. Wenn man von hinten nicht so viel sieht, ist das eigentlich kein Problem. Es geht ganz grob, diese roten Flächen, das sind halt die bebauten Flächen, graue, die Gewerbegebiete und ringsherum sehen Sie sehr viel Grün. Und das Ziel unserer Stadtentwicklung haben wir im Jahr 2002 definiert noch einmal in einem Stadtentwicklungskonzept, das vom Stadtrat dann beschlossen wurde. Und daraus resultiert dieses Bild, diese Grafik. Fragt man sich natürlich, was soll das jetzt sein? Da sehe ich ja gar nicht sehr viel. Aber bewusst hier mal im gleichen Maßstab daneben gelegt, so ungefähr gleichen Maßstab, erkennen Sie doch, wie kompakt die Entwicklung der Stadt Gotha in den letzten Jahrhunderten war. Man sieht also diese Baugebiete, an dem fast ein Kreis ein, und man kann sie wirklich reichen, bis auf die Gewerbegebiete, die natürlich daraus hinausgehen. Und worauf ich Sie jetzt aufmerksam machen möchte, sind diese grünen Schraffuren. Das ist einmal das Grün des Kranberges und des Seeberges, die in die Stadt hineindringen und im inneren Bereich der Schlosspark. Das ist bekannt. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil unser Planungsziel nun darin besteht, zusätzlich diese Grünbereiche, die drei, die ich aufgezählt habe, miteinander zu vernetzen und eine möglichst durchgängige Grünachse durch die Stadt Gotha von Süd nach Nord durchgehen zu lassen. In der sogenannten Tallage entlang Ratsrinne des Wilden Grabens vom Boxberg kommen, unter dem Viadukt hindurch und dann immer entlang des Wilden Grabens bis ins Holter hinein. Das ist also die Planungsaussage dieser Skizze, die man dann auch im Detail nachsehen kann im Flächennutzungsplan, sind diese Bereiche bereits als Grünflächen dargestellt. Das ist ein Punkt, der allen Einfluss auf unsere Ideen für die Mohrenstraße hat. Und ein zweiter Aspekt, der zu berücksichtigen ist, in diesem Zusammenhang, bevor ich auf den eigentlichen Rahmenplan für die Mohrenstraße zu sprechen komme, das ist die Verkehrsplanung für die Stadt Gotha. Langfristig soll eine Verkehrsentlastungsstraße nördlich um Siegleben rumgeführt werden. Und der Verkehr der B7 von Erfurt kommt, liegt ja jetzt mitten durch die Ortslage Siegleben.
macht dort ziemlichen Lärm, auch wenn die Straße in Ordnung gebracht worden ist, aber es ist ein ziemlicher Störfaktor für das Wohnen, das sich dort befindet. Und so gibt es also Pläne, eine Nordumfahrung Siebleben zu bauen, die dann auf die gleiche Straße kommt. Nun ist der Verkehr auf der gleichen Straße, wie dann das? Nun weiter. An dieser Stelle soll er sich eigentlich dann teilen. Man muss sich dann entscheiden, wo man hin will. Will man in den südlichen Bereich der Stadt Gotha, würde man die gleiche Straße herunterfahren und kommt wieder Fichtestraße Europaknoten. Sinn dieser Sache soll aber sein, die Verkehrsströme und die enorme Belastung auch am Europaknoten zu reduzieren. Und deswegen sehen Sie hier im Plan ein neues Brückenbauwerk von der gleichen Straße auf die Passauer Straße. Passauer Straße hat den Last, ne? Vor ein paar Jahren. Bis zu dem Punkt, wo dann die Querung über die Eisenbahn kommen soll. Ja, und von dort aus kommt man auf die Friemauer Straße. Wenn man zum Stadtzentrum möchte oder in die nördlichen Bereiche oder auch nach Gotha West, würde man in Erfurt kommen, also die gleiche Straße, auf die Friedleben herum, nicht erst wieder nach unten fahren und dann wieder nach oben zu fahren, sondern man kann dann über diese neue Brücke, kommt auf die Friemauer Straße. Und das ist genau der Punkt, und dann kommt man auf die Straße am Ohrenholz. Das heißt, langfristig, das sind natürlich Verkehrsbaumaßnahmen, die werden nicht in den nächsten 5 Jahren gebaut, können Sie sich vorstellen. Langfristig, nach 5 Jahren könnten sie begonnen werden. Das heißt, wenn ich jetzt, da müsste ich prophezeien, irgendwas im Zeitraum 10, 15 Jahren könnte diese Verkehrsanlage komplett sein. Wir hätten dann wesentlich mehr Verkehr aus den östlichen Bereichen kommt, aus der Friemauer Straße, hier am Mohrenberg ankommt. Und das veranlasste dazu, hier eine großzügige Verkehrslösung in Form eines Kreisverkehrs anzudenken, möglichst nicht mit Ampelanlagen zu arbeiten, und eine neue Verkehrsverbindung von diesem, ich nenne jetzt schon mal Mohrenkreise. Hier war der alte Mohr, hier ist der Busbahnhof. Von den Mohrenkreisen eine neue Verkehrsverbindung direkt auf die Gartenstraße zu bauen. Es geht auch um Grunderwerbe in diesem Bereich, deswegen ist dort auch nicht gebaut, wenn wir hier aus der Achse Gartenstraße kommen, weil hier eine Straßenverbindung hergestellt werden soll. Die soll nicht nur den Verkehr, der von Osten kommt, Richtung Gartenstraße auf kurzen Wege führen, sondern die hat noch einen anderen Effekt. Im Moment ist die Friedrichstraße sehr stark befahren. Wir haben einen regelrechten Stadtringverkehr um die Altstadt, Gartenstraße, Friedrichstraße und dann geht es Richtung Autobahn oder wo auch immer nach Süden. Und unser Ziel ist eigentlich, die Friedrichstraße wieder attraktiver zu gestalten. Dieser mächtige Durchgangsverkehr wälzt sich ja am Eckungsplatz entlang. An der Orangerie, teilt Schloss Friedrichsthal von der Orangerie und geht dann irgendwo Rotbachstraße oder Plattestraße ab. Mit dieser neuen Straße wäre es vorstellbar, dass der ganze Verkehr, der also aus Richtung Gartenstraße kommt und nach Süden will, nicht mehr durch die Friedrichstraße fährt, sondern viel einfacher eigentlich direkt runter auf die Tallage und ab die Tallage rauscht. Damit wäre es möglich, den gesamten Durchgangsverkehr in der Friedrichstraße rauszunehmen. Die Friedrichstraße dann nur noch für Anliegerverkehr zum Erreichen des Stadtzentrums und der Einrichtung noch zu nutzen. Und dann lässt sich sowas natürlich viel attraktiver gestalten und steht davor, wieder eine Allee draus zu machen, Bäume zu pflanzen und ähnliches.